uns im Biber-Diesee. Wir tauchen ein in die Spiele. Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen von der schönsten Insel der Welt aus Zypern, Peru Place. Ich bin der Peru. Ja, und es heißt Taxi Life Reloaded. Ja, warum Reloaded? Das werdet ihr gleich erfahren. Wir haben es lange nicht gespielt. Das ein oder andere Update ist ins Land gegangen. Und erstmal habe ich wieder Bock, das zu fahren. Und zweitens möchte ich mal sehen, ob und was die Updates uns gebracht haben. Leute, natürlich nicht vergessen, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, Follow, Abo da. Daumen hoch, netter Kommentar. Freut mich immer. Und Leute, ganz heißer Tipp, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, es gibt einen brandneuen Merch-Shop. Da unten seht ihr eingeblendet die Adresse, die gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung. Da gibt es Tassen, Mauspads, T-Shirt, noch mehr Tassen für alle, die nicht mehr alle im Schrank haben, zum Beispiel. Ne? Und zur Feier des Tages gibt es bis zum 23.10. 25 fucking Prozent auf alles. Also außer auf Tiernahrung. Ne? Also würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut, so mal ganz nebenbei. So, jetzt aber zu Taxi Life. Das letzte Update, und ich muss es jetzt hier leider so offen sagen, hat mich meine gesamten Spielstände gekostet. Ich starte tatsächlich wieder bei Null. Ich werde jetzt aber, keine Angst, nicht wieder in der Fahrschule anfangen. Das wäre ja noch schlimmer. Ich habe mir mal so ganz schnell, spontan mal einen neuen Spielstand hier angelegt. Und ja, wir schauen mal rein. Also das hat mich schon geärgert. Ich bin so lange gefahren, hatte Angestellte, alles. Und alles ist weg. Ne? Das ist natürlich ein bisschen deprimierend. Ja, das heißt, wir müssen hier jetzt mehr oder weniger von vorne anfangen. Auf jeden Fall, wir sind wieder da. Im wunderschönen Barcelona. Es gibt zu dem neuen Update auch ein paar neue Lackierungen. Die finde ich jetzt nicht ganz so knackig. Ich habe mir eine der Standard-Sommerlackierungen, die schon gab, genommen. Der ist ja auch so ein bisschen fast wie in den Kanalfarben. Ne? Das heißt, ja, wir haben eine Menge auf- und nachzuholen. Deshalb starten wir gleich mal den Motor, schnappen uns den ersten Auftrag. Ja, und schauen uns mal an, ja, wieso die Performance ist. So zum Reinkommen wieder, würde ich mal sagen, nehmen wir so eine leichte, kurze Tour. Haben wir hier was Kurzes? Freunde, da. Okay. Ja, da würde ich mal sagen, nicht schnacken, Kopfnacken. Ab geht's. Ihr könnt mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure aktuellen Erfahrungen sind mit Taxi Life oder Taxi Driver, wie auch immer. Ja, schwierig momentan. Ne? Also ich muss mir jetzt erstmal ein Bild machen. Ich habe viel gehört in den letzten Monaten. Es war leider nichts Gutes. Ich hoffe sehr, dass meine dunkelsten Befürchtungen hier nicht wahr werden. Und dass sie zumindest einige der Fehler, über die ich dann auch schon gehört habe, wieder rausgepatcht haben. Ja, komm Rinder, ich bin ja netter. Ne? Ich bin netter. Ich lasse ihn da rein, natürlich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh, das Menü haben die auch nochmal verkleinert wieder. Da hatten wir doch vorher diese ganzen Bedienungselemente auch für Radio und hast du nicht gesehen? Ja, das muss ich mal sehen, wo sie das jetzt versteckt haben. Naja, okay. Okay, unser erster Fahrgast. Hey. Wieder unser erster Fahrgast. Hey, ich bin auch so begeistert, dass ich nochmal ganz von vorne anfangen darf, Leute. Ich habe schon wieder Puls, ne? Ich habe noch nicht angefangen, ich habe Puls. So, Leute, ich habe ja vorhin, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit zu schnacken, ne? Erwähnt, den neuen Merch-Shop. Es gibt da jetzt noch nicht so viel Motive. Das wird sich aber ändern. Ihr könnt da natürlich gerne ein bisschen mithelfen, ne? Wenn ihr so mal, Alter, was macht der da? Ist der des Wahnsinns? Wenn ihr meint, es gibt so einen Schnack, den ich öfter mal bringe und den ihr cool findet und ihr meint, ey, das würde auch auf ein Shirt oder sowas passen, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, ne? Wenn es cool ist, dann können wir das ja mal für den Store umsetzen. Wäre eine witzige Idee, finde ich, ne? Lasst mal was hören, lasst mal was wachsen. Ab damit in die Kommentare, Leute, ne? Dankeschön. Alter, eine fahrende Verkehrsbehinderung hier, ne? Also die KI ist nicht schlauer geworden, das kann ich jetzt schon hier in diesem Moment sagen.
Das ist aber eine wirklich kurze Tour, ne? 250, 260 Meter zum Ziel. Boah! Boah, die Lenkung schwimmt immer noch. Die Lenkung haben sie nicht verbessert, das kann ich auch schon mal sagen. Die ist immer noch so hackelig, leider, wie vorher. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal mit Lenkrad gespielt? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Leute, ich brauche unbedingt wieder ein Lenkrad. So, da ich aber jetzt wieder voll im Job bin, ne, vielleicht kann ich da ein bisschen anfangen, mal so ein bisschen was zur Seite zu legen oder so. Ne, das ist ja eben halt eins der vielen Spiele, die natürlich fürs Lenkrad einladen. Ne, ich würde auch gerne hier mal Euro und American Truck Simulator, allgemein unsere Fahrsimulatoren, lieber natürlich mit Lenkrad fahren. Müssen wir mal hinschauen, wie wir es hinkriegen. Leute, was fahrt ihr euch für einen Stiefel? Ist es nicht derselbe Vollpfosten, den wir vorher hatten? Junge, da dreht mich jetzt, ne, da kriege ich schon Krawatte hier. Das heißt, wir müssen auch die gesamten Sehenswürdigkeiten und den ganzen Bims, das müssen wir jetzt neu wieder aufdecken, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Das ärgert mich. Ein Update und alle Spielstände weg. Leute, sowas darf nicht passieren, ne? Leute, jetzt ohne Scheiß. Also wenn es euch genauso gegangen ist, lasst es mich bitte mal wissen. Oder bin ich der einzige Dödel, dem hier die gesamten Spielstände abhanden gekommen sind? Ich weiß es nicht. Aber ich habe richtig Hals. Also deshalb auch der Titel Reloaded. Weil, was macht ihr hier? Parken oder fahren? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier gar keine Bewegung. Wie steht ihr hier? Die parken hier wirklich. Okay. Okay. Hab nichts gesagt. Also ich muss nach wie vor den an Updates auch, hier sehr vorsichtig fahren, weil die Lenkung, also die hackelt oft. Ne? Das ist, kann man nicht anders sagen. Aber die Stadt Barcelona hier, schön wie eh und je. Ne? Also die Stadt ist, finde ich, der Star von dem Spiel. Ne? Da ist das Taxifahren fast so ein bisschen Nebensache. Aber die Stadt, da kann man sagen und meckern über das Spiel, was man will, ist top. Gefällt mir sehr gut. So. Bye. Mal sehen, ob wir hier für ein Trinkgeld kriegen. Ey, Moment mal, nimm deine Truller mit. Da war doch eben noch die hatte doch jemanden dabei. Habt ihr es gesehen? Oder habe ich was auf dem Auge? Lässt er mir die Braut da, oder was? Was ist denn da kaputt? Okay. So, nächstgelegener Auftrag. Sebastian Smith. Eine mittellange Strecke. Komm, das machen wir jetzt mal. Oh, Leute, dass die nicht fahren können hier, die KI. Junge. Also da ist es wirklich schwer, defensiv zu fahren. Ja, weil man hat ständig Krawatte. Jetzt hat man so eine hackelige Steuerung schon. Und die KI macht hier die Krücke. So, das sind auch wieder zwei Mann. So, mittellange Strecke. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie lang die... Ja, hier. Alter. Mach keinen Scheiß hier mit Peru. Alter, das kannst du hier knicken mit defensivem Fahrstil. Das ist jetzt nicht wie beim Bussimulator, ne? Da halten die brav an, wenn du den Blinker rausnimmst. Hier, das kannst du voll knicken. Keine Chance. No way. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gerade hier in den Gegenverkehr rauschen. Ja, mit der Steuerung ist es natürlich gerade ein Traum, ne? Das ist nicht. Dass die auch nicht aus dem Arsch kommen hier, ne? Das gibt's doch nicht. Hier parken sie wieder lustig. Junge, 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 Junge. So, ich mach mal Tempomat rein. Das funktioniert schon mal. Sehr gut. Also die Sommerlackierung gibt es jetzt kostenlos, ne, wer da... Was, die Ampel an der Kreuzung vor dir funktioniert nicht richtig. Na, super. Es gibt jetzt, ne, mit diesem neuen Update auch ein, ja, kostenloses, wie nenne ich es mal, DLC. Ne, da habt ihr zwei neue Skins drin für die Fahrzeuge. Sollen Sommerskins sein, das ist einfach nur hellgelb und so ein helles Blau. Also jetzt nicht irgendwie besonders, ne.
finde ich jetzt nicht so prickelnd, ne? Aber wer will, kriegt fürs Armaturenbrett so ein paar Sommeraufkleber, ist ganz nett, kann man machen, ne? Aber nichts Großes. Aber was soll's, ne? Wollen wir nicht meckern, ist kostenlos, ne? Aber nur für euch so mal zur Info. Aber das ist doch kein Elektrofahrzeug, ne? Ich finde, der ist viel zu leise eigentlich, ne? Warte mal, wir gehen mal rein hier kurz. Naja. So, hier nochmal die Blickwinkel, die man hier auswählen kann. Ne, wenn da so einer hier, KI-Kamerad, wieder so reinfährt, ne, da ist doch schon wieder was faul. Ich traue dem Braten nicht. Ja, hier, ne, wild über die Fahrbahn rüber, ist klar, ne. Wenn ich das mache, kommt bestimmt einfach mal die Polizei. Und dann habe ich den ersten Strafzettel hier im Sack. Das kann ich mir so gut vorstellen. Ihr kennt ja mein Glück, ne. So, vor uns übrigens ein Kollege in der Originallackierung, der Taxis von Barcelona, das ist diese schwarz-orange, ja, sieht man hier jetzt gerade ganz gut. Ich glaube, ich muss gleich mal rübersetzen. Es tut mir leid, Freunde. Ich muss leider mal ein bisschen eskalierend abbiegen. Ah, jetzt habe ich den Kollegen hier vor mir. Ich hoffe, das ist nicht auch so eine Trantüte. Ach, das sind hier diese von mir so geliebten, nicht geliebten 30er-Zonen. Wir haben die hier mitten Stand auf der Straße, Leute. Ihr habt doch, was steht hier? Die Müllabfuhr oder was? Ja, super. Ich kriege hier das volle Programm heute geboten. Sehr schön. Also wir werden es definitiv auch nochmal live fahren. Da ich mir aber nicht sicher bin, wie die Performance aktuell ist, falls wir einen Absturz haben oder so, habe ich diesen Teil jetzt mal als Aufzeichnung gemacht, seht es mir nach. Aber wenn ich da ein bisschen Sicherheit habe, dass das Ganze auch läuft und wir hier vielleicht auch mal einen längeren Stream machen können, dann machen wir das natürlich auch mal wieder. Wie gesagt, ich habe auch mal wieder Bock, wir haben es lange nicht mehr gespielt. Und allein die Stadt ist ein richtiger Hingucker, ne? Und wenn ich sehe, das Wetter bei euch in Deutschland, na, ihr könnt ein bisschen Sonne hier im Programm vertragen, glaube ich, oder? Ah, das ist diese enge Miststraße hier. Das ist, ich mag die nicht. Die ist so eng geschnitten. Und gerade mit der hackeligen Steuerung musst du jetzt noch dreifach aufpassen, dass du in der Spur bleibst. Das ist auch wieder so ein Teil hier mit der Promenade, er erinnert mich an zu Hause hier auf Zypern. Da kriege ich schon so ein bisschen, ja, Sommersonne, Heimatfeeling. Und das sogar gleichzeitig. So, was haben wir denn hier? Das nehmen wir mal kurz mit hier. Ja, die ganzen Sehenswürdigkeiten, die müssen wir jetzt ja, mühsam wieder sammeln. Ne? Das ist schon ärgerlich, dass das alles weg ist. Goodbye. Aber wir wollen nicht meckern. Wenigstens unfallfrei angekommen, ne? Ja. Es macht mich so natürlich ein bisschen, ja, es macht mich wirklich auf Puls hier, ne? Dass hier alles weg ist, was man sich hier mühsam erfahren hat, ne? So, dann sehen wir mal zu, dass wir unsere nächste Fahrt abholen. Das ist dann eine normale Fahrt mal. Das machen wir jetzt auch nochmal. Es waren ja jetzt zwei leichte Fahrten. Jetzt machen wir mal eine normale. Könnte eventuell ein bisschen anspruchsvoller sein, die Dorme. Aber ich muss echt mal gucken, wie ich die ganzen Zusatzfunktionen jetzt aufrufe, da sie jetzt hier nicht mehr auf dem
auf der Schultertaste liegen. Ich frage mich, wo die jetzt sind. Oder kann man das Radio nicht mal einschalten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, dafür haben wir es jetzt zu lange wieder nicht gespielt. Ich muss mich auch in ein oder andere Mechanik hier wieder reinfinden. Ist nichts Schlimmes, aber ja, ne, man muss sich eben halt wieder so ein bisschen Steuerbehörde. Ja, wer will die schon entdecken, ne? Aber wenigstens gibt es Punkte dafür. Geht ja alles aufs Konto hier, ne? So, hier dürfen wir sogar ein bisschen Gas geben hier. Schön. Okay, Moment. Muss ich hier schon abbiegen? Ja. Auch das Navi ist nach wie vor relativ ungenau, finde ich. Also, vielleicht sehe ich das nur so, aber ich finde das jetzt nicht wirklich sehr zielgenau. Da kann man einiges missverstehen bei. Oh, Leute, echt jetzt? Boah, KI, ne? KI, sage ich nur. Was ist denn das hier? Ist das hässliche Ding hier? Okay. Das ist tatsächlich eine Sehenswürdigkeit. Okay, wenn ihr das meint. Ach Leute, was ist denn hier wieder los? Ist nicht euer Ernst, oder? Wie dämlich. Junge. Man kommt doch aneinander vorbei, oder? Jetzt ohne Scheiß. Na, also, schon nach den ersten Minuten kann ich sagen, nach wie vor ist es noch weit entfernt von perfekt. Also es ist jetzt nicht so, dass es unspielbar ist, um Gottes Willen, das nicht. Aber nach der ganzen Zeit und den ganzen Updates hätte man gedacht, dass man so ein paar grundlegende Sachen ein bisschen besser fixt, wie zum Beispiel die Steuerung. Ich weiß nicht, wie es am Wheel ist, am Lenkrad, aber auf dem Controller sehe ich da überhaupt keine Verbesserung. Wir haben gesehen, das Menü ist so ein bisschen umgebaut, ne? Man kann die Fahrschule jederzeit jetzt separat ansteuern. Wenn man das mal machen will, wenn man so wie ich mal länger nicht gespielt hat, ja, kann man machen, ist eine nette Idee. Ansonsten sehe ich bis jetzt hier noch nicht so viel Neues. Was ich gehört habe, ich habe das selber damals noch nicht so erlebt, das war das Problem mit den Fahrern, dass die sich nicht so wirklich an ihre Schichten halten, wie sie fahren sollen und man dadurch dann eben ja auch mal Einbußen hatte. Hatte ich zum Glück nicht. Aber ja, ich kann es leider auch nicht testen, weil meine gesamten Spielstände weg sind. Ne? Sonst könnte ich das testen. Ja, wir müssen ja hier die ganzen Bims nochmal machen. Also wir werden es so oder so natürlich erfahren. Aber da müssen wir jetzt warten, bis ich mich wieder so ein bisschen auf das entsprechende Level gefahren habe. Und wenn das so hier weitergeht, wird das auch noch eine Weile dauern. Hallo, es gibt Leute, die sind eines natürlichen Todes am Steuer gestorben. Junge. Ich brauche einen extra Hebel für die Hupe. Standhupe, weißt du? So, ach so, dann habe ich ja noch gesehen, es gibt ja jetzt einen Fotomodus, den können wir natürlich auch noch mal probieren nachher, wenn wir auf einer schönen Ecke vorbeifahren oder stehen, je nachdem. Kann man natürlich machen, ne? So, das Steueramt hatten wir hier schon. Oh, Schifffahrtsmuseum nehmen wir auch noch mit. Muss nur schnell mal gucken, dass ich schnell wieder auf die Fahrbahn schaue, weil sonst habe ich leider geloost hier. Ja, so nämlich, genau. Ja, unterm Fahren ist es immer so eine Sache mit den Sehenswürdigkeiten. Aber man will sie ja nicht verpassen, sind EP-Punkte.
nimmt man natürlich mit. So, ich lehne mich mal so ein bisschen zurück, mache ein Tempomat rein und hoffe, dass es gut geht. So, Entfernung hier vom Ziel, 2 Kilometer sehe ich hier. Ja, was Sie da vorne sehen, ist natürlich Luftlinie hier, 1300 Meter. Gefahrene Strecke sind es dann 1,9 jetzt gleich. So, wir haben eine geduldige Kundin, das finde ich immer gut. Ich muss mal irgendwann mal so eine Stadtrundfahrt machen, auf blöd gesagt. Also alleine, ohne Fahrgäste, dann kann ich ja bremsen und so. Mit Fahrgästen ist immer so eine Sache, ne? Weil da hast du immer dieses begrenzte Geduldslevel. Wenn du da zu viele Halte machst, werden sie ungeduldig. Alter! Diese KI macht mich fertig. Warum kriegen sie das nicht hin, ne? Nach all den Updates. Also die Fußgänger haben sie ja schon scheinbar so ein bisschen in den Griff gekriegt. Das war immer ein Elend. Ne? Erinnert ihr euch gerade in den 30er-Zonen? Ne? Die sind also wirklich mehr oder weniger blind auf die Straße gelaufen. Und die sind nicht nur einmal rübergelaufen, sondern wirklich Stampede links, rechts, einmal vorne, einmal rückwärts. Du bist wirklich bekloppt geworden. Ne? Die sind dir so oder so vors Auto gerannt, du kannst nichts dagegen machen. Du hast sie durchgelassen, hast Gas gegeben, dann sind die umgedreht und dir vors Auto gelaufen. Ne? Völlig irre. Das scheint mittlerweile zu funktionieren, dass sie es nicht mehr tun. Aber ja, der Rest? Naja, Freunde der Sonne. Was haben wir denn hier? Warte mal. Okay. Da war noch ein anderes, aber das habe ich jetzt nicht mehr erwischt. Aber egal, was wir haben, ja, haben wir. Geh weg, hässlicher Fahrer. Ihr merkt schon, ne? Ich werde so langsam ein bisschen porös hier. Ich finde schon okay, wenn wir mal so ein, zwei Idioten im Verkehr einbaut, weil das ja im richtigen Leben auch so ist. Aber wenn die KI insgesamt so bescheuert ist, nee. Oh, vielleicht die Handbremse lösen. Stimmt, fährt sich gleich viel besser. Dankeschön. Ach je. Jetzt haben wir schon wieder so einen kleinen Auffahrunfall, an dem wir gar nicht schuld waren. Ne? Sowas nervt einfach. Das kostet dich deine Punkte, ja. Oder Trinkgeld in dem Fall, ne? Das ist ärgerlich. Er macht hier auch Wächter der roten Ampel, okay. Ja, so langsam kommt so ein bisschen wieder rein in die Steuerung, aber wie gesagt, sie ist nichtsdestotrotz, auch wenn man sich wieder daran gewöhnt, sie ist und bleibt hackelig. Finde ich jedenfalls. Also ist natürlich immer mein ganz persönliches Empfinden, ne? Ist klar. So, und da haben wir die Kollegen doch schon gleich abgeliefert. So, ganz zärtlich hier in die Markierung. Vorsicht. Ich komme. Bye. Bye. Macht gut. Wir danken für Ihre Fahrt, für Ihr Interesse und hoffentlich auch Trinkgeld. Ah! Kein Trinkgeld. Ja, ne, weil wir wieder diesen mistigen Unfall hatten. Und für den haben wir noch nicht mal Schuld gehabt. So, ich würde sagen, ne, für dieses kleine Testvideo, sage ich jetzt mal, wir nehmen noch einen. Hier in der Nähe steht die Mia Miller. Leichte Tour, mittlere Länge, das kann man machen. Bin ich dabei. Danach fahren wir mal
in die Garage und damit auch ins Menü natürlich und sehen, was sich da mal so und ob sich was da getan hat. Junge, Junge. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen schockiert, dass einige Sachen trotz der all dieser Updates bis heute nicht behoben worden sind, ne? Verstehe ich nicht. Aber ich muss ja nicht alles verstehen, ne? Ist klar. Komm, heb dich. Mann, Bruder. Ich bin ja froh, dass sie nicht auf die irre Idee gekommen sind, hier Radfahrer noch fahren zu lassen, ne? Weil die haben ja hier diese ganzen Fahrradstreifen. Ich glaube, mit der KI, da wäre das Chaos dann absolut perfekt. Übrigens, es gibt ja hier Teile, wo die Straßenbahn oder Bahn... Ah, shit. Ja, ich glaube, ich muss weg. Wo diese Bahn oder Tram zu sehen ist, die durch Barcelona fährt, hat die mal jemand in Aktion gesehen? Ich nicht. Wenn ihr sie mal gesehen habt, sagt mir mal Bescheid. Das würde mich mal interessieren. Oder schickt mir mal ein Bild. Ich habe die nie gesehen. So, ich hoffe, die bemerkt unsere Beule nicht hier, die Mademoiselle. Sonst gibt es schon wieder gleich kein Trinkgeld, Mensch. So, 1,5 Kilometer knapp. Also ich bin ja froh, ne? Bis jetzt unsere ersten Fahrgäste hier sind ein bisschen gnädig, haben ja auch keine erhöhten Ansprüche von wegen Fenster runterkurbeln, Radio und so. Leute, es ist grün, um Himmels Willen, fahr! Das ist doch nicht die Möglichkeit hier, das kann doch nicht wahr sein. Nee. Leute, das ist nichts für meine Nerven, ne? So, da vorne steht halb rechts auch so ein Kollege so halb gar rum. Ich hoffe, der will uns hier jetzt nicht reinfahren, weil sonst... Nee, der parkt da. Was ist denn da verkehrt? Das sind Zustände hier. So, Kollege. Genug ausgebremst? Ein lustiger Spurenwechsel. Also es geht, ne? Also wenn man so ein bisschen, ein paar Minuten wieder drin ist, kommt man wieder so ein bisschen in den Flow rein. Es ist aber nach wie vor, es bleibt gewöhnungsbedürftig, wie gesagt, durch die hackelige Steuerung. So, kommen wir an dem vorbei hier, an dem Heini? Nee, ich glaube, ich muss sogar gleich hier abbiegen. Oder kann ich geradeaus weiter? Gott sei Dank, ich darf geradeaus weiter. Und da schert schon der nächste KI-Pfeife vor mir ein. Super Sache das. Ich kann so nicht arbeiten. So, ist das vielleicht die Gelegenheit hier mal? Moment. Das ist die Gelegenheit, die nutzen wir jetzt mal. Den neuen Fotomodus hier mal auszuprobieren. Fotomodus finde ich immer gut. Lass mal gucken hier. Okay. Guck mal, es sieht nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Also grafisch, ich glaube, daraus machen wir das Thumbnail, oder? Da machen wir ein schönes Thumbnail draus. Nice. Gut, dann fortsetzen bitte. Wir müssen ja auch irgendwie weiter hier, ne? Ja, meine alte Krankheit hier bei dem Spiel, die Handbremse. Einige Sachen ändern sich auch bei mir nie. Wenn ich mich aufrege, dann vergesse ich solche Sachen. Und hier gibt es immer noch Grund, sich öfter mal aufzuregen. Also es wird doch öfter passieren. Nur als kleinen Spoiler.
Das war aber knapp hier, Herr Fußgänger. Junge, Junge. So, ich sehe schon, wir werden hier einen kleinen Umweg fahren müssen. Ups! Rot, Herr Kommissar. Gerade eben noch gesehen. Ja, ich muss mir auf jeden Fall nochmal die Steuerungsbelegung komplett reinziehen, weil die müssen ja das alles irgendwo hingepackt haben. Du konntest ja bislang über die L1-Tasten auch steuern, was weiß ich hier, Scheibe rauf und runter, Musik an oder aus, was die Fahrgäste eben halt auch so für Sonderwünsche haben. Wo ist das alles? Jetzt sag mir nicht, dass sie das rausgenommen haben. Schreibt mir mal. Haben die das rausgenommen oder haben die das ganz einfach nur die Tasten umbelegt? Komm aus der Hüfte hier, Kollege. So, was haben wir denn hier für ein Eckgebäude, was hier so... Ah, der Bokehra-Markt. Okay. Nehmen wir mit, natürlich. Wieso hakt er das nicht ab? Normalerweise, wenn du das entdeckt hast, macht er einen Haken neben das Hütchen. Hat er jetzt hier nicht gemacht? Keine Ahnung warum. Aber wer bin ich? Ich muss ja nicht alles verstehen. Ah, meine geliebte 30er-Zone. Das ist der Part vom Spiel, den ich nicht vermisst habe, diese Engassen. Obwohl die... Was ihr der... Ach komm, sie hat das Fahrziel geändert. Ja, sehr nett, dass ich das auch höre. Ne? Danke für die Info. Ganz ruhig bleiben, Peru. Locker durch die Poren atmen. Alles wird gut. Vielleicht. Ja, ich habe ja sowas geahnt, ne? Ist ein normaler Fahrgast, ne? Ich hätte es ja wissen müssen. Da kommen mal Sonderwünsche. Was ich nicht mag, ist ihr herrschender Unterton. Habe ich da eine Shoyoka drin sitzen oder was ist das? So, 30er-Zone, 30er-Zone. Ja, das ist auch so eine fiese Möpp-Kurve hier. Ja, Gott sei Dank, der Kollege hat hier gerade Fußgänger vor sich. So, Kollege, ich hoffe, der kommt aus dem Quark hier vorne jetzt. Dass wir hier einigermaßen durch die Kurve rutschen können, jawohl. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Hier, komm, weiterfahren, Junge, wo kein Schnee liegt. Ah, diese Buckelpisten, ne? Auch nicht schön. So, wie weit ist denn jetzt Ihr neues Ziel entfernt? Ach, jetzt sind es nochmal 700, 800 Meter mehr. Also sagen wir mal, seit wir weitergefahren sind, ein knapper Kilometer sogar mehr. Also ich hoffe, dass da mal ein ordentliches Trinkgeld drin ist, ne? Weil sonst gibt es mal so ein bisschen Stress. Hier einfach mal so spontan die Route ändern, ne? Leute, Leute, Leute. Was ist denn da rot, bitte? Ist das der Tank? Wir müssen dringend tanken, Leute. Ich sehe das jetzt gerade erst. Ich hoffe, wir kommen bis zum Ziel. Nicht, dass wir uns da abschleppen müssen und ich die Fahrgastrüstenlecker hier verliere. Oh Gott. Oh Gott. Ich spüre schon das Elend wieder über mich hereinbrechen hier. Ja, du kannst da stehen bleiben, mein Freund. Du kannst da definitiv stehen bleiben. So, was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Hallo? Nee, will er nicht. Okay. Oh, La Policia vor uns. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir so ein bisschen wenigstens so tun, als wenn wir ordnungsgerecht fahren. Ja, das finde ich witzig. In den Gassen, da darfst du nur 30 fahren. Hier auf diesem schmalen Höppel auch 50 sogar. Das fahre ich aber nicht, weil das ist mir zu gefährlich.
wer weiß, da kommt irgend so ein bekloppter Fußgänger, weißt du, schmeißt dich vor dir vors Auto, hatten wir ja alles hier schon, ne? Ja, ihr hört das schon, ne? Ich habe gerade so den Tempomat mal wieder bemüht, weil das dann doch ein bisschen angenehmer zu fahren ist. Ich muss mich nur auf Steuern konzentrieren und auf umherfliegende Autos oder Passanten. Junge, Junge, Junge. So, ich hoffe, die Dame zeigt sich auch wirklich erkenntlich hier für diesen fantastischen Service hier mit Umwege fahren und ganzen Tyrolü hier. Ich habe das Gefühl, dass der Motorsound jetzt ein bisschen ausgewogener, ausbalancierter ist, dass er nicht so ewig gleichtönig anhört. Hatte das schlimmer in Erinnerung. Kann ich mir natürlich auch nur vorstellen. So das Wunschdenken, das sich durchsetzt, ne? Aber ich meine tatsächlich, dass sie das wenigstens so ein bisschen verbessert haben. So. Da vorne müsste. Ja, da ist die Absetzstelle für den Fahrgast. So. Bitteschön, gnädige Frau. Schönen Tag noch. So, den Auftrag nehmen wir jetzt nicht an. Ich sehe jetzt mal zu, dass wir hier schnell eine Tankstelle finden. Kann ich mir gleich nochmal angucken, wie das Tanken funktioniert. Habe ich ja auch lange nicht gemacht. Okay. Ich mache mal die Bremse rein, weil ich muss noch schnell auf die Karte. So. Lass mich mal kurz gucken. Radarfalle, das ist immer gut zu wissen, aber wir brauchen keine Radarfalle, wir brauchen eine Tanke. Sehenswürdigkeiten. Wie waren die denn nochmal gekennzeichnet? Waren das die hier? Warte mal. Gut, eigentlich habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich A zu einer Tankstelle fahren, da wäre hier zum Beispiel eine. Oder natürlich in die Garage. In der Garage kannst du grundsätzlich tanken, aber ich wäre jetzt näher an der Garage eigentlich, aber ich werde trotzdem jetzt mal mir den Weg machen an die Tanke, um mal wieder zu sehen, wie das funktioniert. Also das ist ja jetzt hier der letzte Tropfen, auf den wir fahren, ne? Das geht nicht. Ah, ein bisschen den Bordstein hier mitkassiert. Das ist eine ganz tolle Einbahnstraße. Die haben die da ganz toll hingebaut. Dankeschön dafür. Das finde ich auch wieder so eine Szene, wo ich sage, es ist einfach ein schönes Spiel. Ne? Auch hier das Lichtspiel, Licht und Schatten und so. Ne? Richtig, richtig nice. Ne? Und dann sind da eben halt so kleine Sachen, die es eben halt wieder mit dem Hintern wieder einreißen, weißt du, auf dem anderen Ende. Ja. Was soll's, wir werden es mal wieder spielen. Wir werden mal wieder so ein bisschen hier einen Betrieb aufbauen. Und schauen einfach mal, was passiert. Wenn wir jetzt hier keine große... Ja, ich wollte es gerade sagen, wenn wir jetzt nicht groß irgendwie einen Crash bauen, natürlich muss ich hier gegen Baum lenken mit dieser Hackelsteuerung hier. Ist klar. So, gibt's hier eine Sehenswürdigkeit im Blickfeld? Nee. Ja, fahren wir gleich wieder dran vorbei. Ja, läuft uns ja jetzt nicht weg. Tanken ist jetzt wichtiger. Wundere mich gerade, warum er den Blinker nicht wieder... Leute, guckt euch diese KI an. Seht ihr das? Leute, das ist genau das, wovon ich rede.
Und genau so fahren die in euch rein, nach wie vor, ne? Und gerade rede ich davon, ne? Gerade rede ich davon. Musterbeispiel. Absolutes Musterbeispiel. So, Füße einziehen, ich komme schnell durch hier, Tiefflug. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so ein langer Weg ist. Zur Tanke hier, mal eben zur Tanke. So, Tempomat rein, gib ihm. Ja, natürlich, mein Glück. Selbstverständlich, wenn ich den Tempomaten mal reinhau. Und die nächste rote Ampel kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ist hier wieder verrissen die Lenkung gerade. Ihr seht es gerade. Ich werde mal versuchen, ob ich mit der Lenkungssensitivität so ein bisschen was rausholen kann. Später. Aber das ist natürlich jetzt Kaka. Das sage ich mal nett. Damit es so jugendfrei bleibt hier auch. Ne? So. Da ist Tanke. So, ich hau mal die Bremse rein. Muss ich den Motor ausstellen? Ich gehe mal davon aus. So. Okay. Voll tanken. Ich will voll tanken. Geh weg da. Jawohl, so gehört sich das. Frisch voll getankt. Können wir dann beim nächsten Mal wieder losstarten. Ja, das soll erstmal reichen für einen ersten Blick. Also Resümee, ich sehe noch nicht viel Verbesserung. Ehrlich nicht. Also es sind ein paar neue Optionen im Menü. Ihr habt jetzt die Fahrschule, die könnt ihr jederzeit wieder neu starten oder nachholen oder mal auffrischen, wenn ihr das wollt. Ist eine schöne Sache. Es gibt neues DLC mit Sommer, Stickern und Bums und Falara. Aber ich sehe jetzt noch keine wirklichen Verbesserungen. Vielleicht kommt das ja mit einem der nächsten Folgen. Ne? Ihr könnt mir gerne mal eure Eindrücke schreiben in die Kommentare, würde mich freuen. Und natürlich auch, wenn es euch natürlich gefallen hat, wenn ihr ein Like, Follow oder Abo da lasst, Daumen hoch, Glocke läuten, das ganze Programm. Und mal schön mal einen netten Kommentar schreiben, ist auch ganz nett, triggert ein bisschen der Algorithmus. In diesem Sinne, Freunde, falls wir uns nicht mehr sehen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü, tschü.